Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Kamikaze-Drohnen, auch bekannt als Selbstmorddrohnen oder Herumlungermunition, sind unbemannte Luftfahrzeuge, die explosive Nutzlasten tragen und einmalig zur Zerstörung feindlicher Ziele eingesetzt werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drohnen, die häufig zur Überwachung oder Aufklärung eingesetzt werden, sind Kamikaze-Drohnen mit Sprengköpfen ausgestattet und sollen absichtlich in ihr Ziel einschlagen und beim Aufprall detonieren. Sie bieten den Streitkräften ein vielseitiges und wendiges Instrument für Präzisionsschläge gegen feindliche Objekte, darunter Fahrzeuge, Personal und Infrastruktur. Heute werden wir euch die 10 besten Kamikaze-Drohnen der Welt vorstellen. Switchblade. Switchblade ist ein von Aero Verument entwickeltes taktisches Miniaturpräzisionsflugkörpersystem, das in erster Linie für die US Army und das US Marine Corps bestimmt ist. Es soll stationäre und bewegliche Ziele in feindlichen Umgebungen bekämpfen und gleichzeitig Kollateralschaden reduzieren. Das Waffensystem ist mit Nachrichtendienst, Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten ausgestattet, die es ihm ermöglichen, Ziele außerhalb der Sichtlinie zu bekämpfen. Es ist in zwei Varianten erhältlich, nämlich Switchblade 300 und Switchblade 600. Das Switchblade-System ist rohrgestützt, schnell einsatzfähig, vollständig skalierbar und tragbar. Es kann entweder ferngesteuert oder autonom von einem einzigen Bediener betrieben werden und verfügt über die Fähigkeit, ein Ziel nach dem Abschuss abzuwinken bzw. wieder anzufliegen. Ihr fortschrittlicher Sprengkopf ermöglicht den Angriff auf weiche Ziele. Die Loitering-Munition hat sehr geringe optische, thermische und akustische Signatur. Der Switchblade ist mit einer Videokamera ausgestattet, die Farb- und Infrarotbilder in Echtzeit liefert, sowie mit einem globalen Positionierungssystem zur Zielerfassung. Der Antrieb des Switchblade erfolgt über einen kleinen und leisen Motor. Der Switchblade erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von 101 Stundenkilometer und eine Reichweite von 10 Kilometer. Rotem L. Der Rotem L oder Rotem Light ist eine taktische Loitering-Munition, die auf einer leichten Multirotor-Plattform basiert, die hervorragende Fähigkeiten gegen gegnerische Systeme mit geringer Signatur in komplexen Umgebungen bietet und von der Israel Aerospace Industries entwickelt wurde. Er kann ISR und Angriffsmissionen auf Truppenebene mit einem Minimum an Planung und operativer Konzentration des Bedieners durchführen. Der Rotem wiegt nur 4,5 Kilogramm und ist mit einer beeindruckenden Anzahl von Sensoren ausgestattet. Die Drohne ist ein Quadcopter, der bei einer maximalen Reichweite von 10 Kilometer 30 bis 45 Minuten in der Luft bleiben kann. Sie kann einen 1 Kilogramm schweren Sprengkopf tragen, der aus zwei Splittergranaten bestehen kann. Der Rotem wird von einem einzelnen Soldaten mit einfachen Point-and-Click-Befehlen auf einem Tablet-Controller bedient. Wenn ein Ziel geortet und verifiziert ist, kann der Bediener in den Angriffsmodus wechseln. Die Drohne reagiert und beschleunigt schnell zu einem Sturzflug, bei dem sie sich ihrer Beute nähert, wobei das Ziel während des gesamten Fluges im Blickfeld bleibt, sodass der bemannte Bediener den Angriff überwachen und bei Bedarf jederzeit abbrechen kann. Altius 600. Die von ARAI Anduril entwickelte Altius-Familie von Loitering-Munition arbeitet mit der Altius-Plattform, die von Anduril als ein offenes System beschrieben wird, das sich mit einer Vielzahl von Flugsteuerungssoftware integrieren lässt. Die Altius 600M ist modular aufgebaut und kann eine Vielzahl verschiedener Gefechtsköpfe austauschen, darunter auch Munition mit einem Gewicht von bis zu 15,8 Kilogramm. Anduril hat die Reichweite des Altius 600M nicht bekannt gegeben, aber die Aufklärungsversion des 600 hat eine Reichweite von 4 Stunden oder 444 Kilometer. Wie alle Anduril-Systeme ist auch die Altius-Plattform autonom und ein Bediener kann mehrere Systeme steuern. Altius hat autonome koordinierte Angriffe, Zielerkennung und Teamarbeit demonstriert. Der Altius 600M ist für den Einsatz von Luftmobil-, Boden- oder Seestreitkräften konzipiert und bietet ihnen die Möglichkeit, in mehreren Bereichen zu starten. Skystriker. Der Skystriker ist eine völlig autonome Loitering-Munition, die vom Bediener festgelegte Ziele erkennen, anvisieren und mit hoher Genauigkeit treffen kann. Er wurde vom israelischen Verteidigungsunternehmen Elbit Systems entwickelt.
Die bis zu 35 Kilogramm schwere Drohne ist mit einem Elektromotor ausgestattet und kann 2 Stunden lang in einem Radius von 100 Kilometern fliegen. Das unbemannte System ist in der Lage, die Kommunikation auch ohne GPS-Signal und unter den Bedingungen der feindlichen elektronischen Kriegsführung aufrechtzuerhalten. Der Sky Striker kann mehrere Arten von Gefechtsköpfen mit einem Gewicht von 5 Kilogramm und 10 Kilogramm verwenden. Dank ihres modularen Aufbaus können sie während der Flugvorbereitung vor Ort je nach Einsatzanforderungen ausgetauscht werden. Die Drohne kann von einer Vielzahl von Plattformen und Anlagen aus gestartet werden. Die Hauptstartmethode ist der Katapultstart, aber es ist auch möglich, von einem speziellen Container für Puls MLRS zu starten, die ebenfalls von Elbit Systems hergestellt werden. Bluebird Spy X. Im Juni 2023 hat Bluebird Aerosystems, ein Tochterunternehmen der Israel Aerospace Industries Group, seine neueste Innovation vorgestellt. Die Spy X Loitering-Munition UAV-Plattform, die eine neue Ära der Präzision und Effizienz auf dem Schlachtfeld einläutet. Der Spy X ist ein kompaktes und entbehrliches elektrisches Mini-UAV, das speziell für Erkundungs- und Angriffsmissionen entwickelt wurde. Sein Hauptziel ist es, taktische Teams mit der Fähigkeit auszustatten, Ziele in einer Entfernung von bis zu 50 Kilometern zu erkennen, zu bestätigen und zu bekämpfen. Um seine Fähigkeiten zur Zielerfassung zu verbessern, verfügt der Spy X über eine revolutionäre, am Bauch montierte, stabilisierte Doppelsensornutzlast und einen fortschrittlichen Videotracker. Diese Integration ermöglicht autonome und präzise elektrooptisch geführte Angriffe auf bestimmte Ziele. Darüber hinaus wird die Wirksamkeit der Spy X durch die Möglichkeit maximiert, kurz vor dem Abschuss einen 2,5 Sprengkopf zu laden, zum Beispiel kombinierte Antiperson-, Antifahrzeug- oder Antipanzersprengköpfe, die auf die gewünschte Wirkung im Ziel zugeschnitten sind. Spike Firefly. Die taktische Miniatur-Laufwaffe Spike Firefly ist ein neues Mitglied der Spike-Familie von Präzisionslenkwaffen, die von Rafael Advanced Defense Systems, einem israelischen Unternehmen für Verteidigungstechnologie, entwickelt wurde. Die Loitering-Munition ist für den Einsatz von abgesessenen Infanteristen, Marines und Spezialkräften in der urbanen Kriegsführung bestimmt. Die taktische Miniatur-Loitering-Waffe Firefly ist mit einem 350 Gramm schweren, omnidirektionalen Fragmentierungsgefechtskopf bestückt. Der Gefechtskopf bietet eine hohe tödliche Sprengwirkung gegen hinter der Deckung liegende feindliche Strukturen außerhalb der Sichtlinie. Die Loitering-Waffe hat eine Manövriergeschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometer und eine Sturzfluggeschwindigkeit von 70 Kilometer. Sie hat eine Reichweite von 0,5 Kilometer in städtischen Szenarien und bis zu 1,5 Kilometer in offenen Umgebungen. Das Firefly-System kann mit einer einzigen Batterie bis zu 15 Minuten in der Luft bleiben und mit einer zweiten Batterie bis zu 30 Minuten. Es bietet eine Ausdauer von bis zu 2 Stunden im Standby-Modus. Cargo. Die Cargo ist eine Drehflügler-Angriffsdrohne, die von STM Defense Technologies Engineering, einem türkischen Verteidigungsunternehmen, für Antiterroreinsätze und asymmetrische Kriegsführung entwickelt und hergestellt wird. Die von den türkischen Streitkräften betriebene Drohne ermöglicht es den Soldaten, Ziele in der Region ohne menschliches Zutun aufzuspüren und zu zerstören. Die Drohne kann Nachrichten, Überwachungs- und Aufklärungsoperationen durchführen sowie Ziele jenseits der Sichtlinie mit hoher Präzision autonom und mit minimalen Kollateralschäden verfolgen, lenken und treffen. Die Cargo-Angriffsdrohne funktioniert ähnlich wie ein Kamikaze-Pilot und zündet eine Sprengladung in der Nähe des Ziels, wobei sie einen Annäherungszünder und eine anpassbare Detonationsreichweite verwendet. Die von der Drohne mitgeführte Munition wird bei der Detonation aufgewirbelt. Die Kampfdrohne hat eine Reichweite von bis zu 5 Kilometern und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 72 Stundenkilometern erreichen. Sie hat eine Einsatzhöhe von 500 Metern und eine maximale Höhe von 2800 Metern. Die maximale Ausdauer der Drohne beträgt 30 Minuten. Green Dragon. Der taktische Lenkflugkörper Green Dragon ist für den Einsatz bei kleinen Landstreitkräften und Spezialeinheiten vorgesehen. Er bietet Infanteristen durch die Vermeidung von Kollateralschäden und die Bewertung von Gefechtsschäden mehr Feuerunterstützung und Schutz. Die Drohne wurde von Israel Aerospace Industries im Jahr 2016 entwickelt.
Die Munition ist für Aufklärungs- und Überwachungsaufgaben konzipiert, um den Infanteristen ein besseres Situationsbewusstsein auf dem Schlachtfeld zu ermöglichen. Zusätzlich zu den ISR-Aufgaben kann die Waffe sowohl stationäre als auch bewegliche Ziele mit einem Gefechtskopf angreifen. Die Waffe ist mit einem 3 kg schweren Gefechtskopf ausgestattet, der für eine erhöhte Feuerkraft sorgt. Eine taktische Datenverbindung mit geringem Stromverbrauch erleichtert die Datenübertragung zwischen dem Flugkörper und dem Bedienfeld in der Bodenstation über eine große Reichweite. Sie bietet die Möglichkeit, dass der Bediener die Waffe nach dem Abschuss kontrolliert, um Kollateralschäden zu vermeiden. Die Drohne hat eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern und kann bis zu 90 Minuten in der Luft bleiben. Pholos. Der Pholos ist so konzipiert, dass er aus der Deckung heraus gestartet und betrieben werden kann, wobei die Diskretion durch eine extrem niedrige Geräuschsignatur gewährleistet ist. Schnell austauschbare Nutzlasten und statischer Läuter mit Multieinheitssteuerung verringern die kognitive Belastung des Bedieners und ermöglichen präzise Präzisionsschläge. Diese Läuterungsmunition wurde von der britischen Firma Overwatch entwickelt. In der Konfiguration als Präzisionsschlag UAS ermöglicht Pholos einen verdeckten, taktischen Einsatz auf minimaler kognitiver Belastung. Durch die geringe akustische und visuelle Signatur, die Fähigkeit zum statischen Schweben und die Präzision, die diese UAS-Plattform bietet, können Einsätze mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit beschleunigt werden. Mit einem Gewicht von weniger als 6,5 Kilogramm ist Pholos wirklich tragbar und eröffnet eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten. In Kombination mit einer Mesh-Netzwerkverbindung bilden mehrere Flugzeuge ein Netzwerk, das die Erweiterung der Reichweite und die Steuerung von Systemen über die Grenzen einer Funkverbindung hinaus ermöglicht. Das benutzerdefinierte Flugsteuerungssystem von Pholos ermöglicht es dem Bediener, die direkte Kontrolle zu übernehmen und die Mission zu beenden, wenn kein GPS verfügbar ist. Alpagu. Der Alpagu ist ein türkischer Starrflügler, ein leichtes, tragbares, intelligentes Munitionssystem, das Video- und GPS-Informationen für ISR-Zwecke sowie Präzisionsschläge für Ziele jenseits der Sichtlinie liefern kann. Es nutzt Echtzeit-Bildverarbeitung und Deep-Learning-Algorithmen für die Zielerfassung und Verfolgung bei Tag- und Nachteinsätzen. Das System besteht aus der feststehenden intelligenten Munitionsplattform, dem Abschussrohr und der Bodenkontrollstation. Die Drohne wiegt weniger als 2 Kilogramm. Der Alpagu verfügt außerdem über eine hohe künstliche Intelligenz und Bildverarbeitungsfähigkeiten. Das von STM Defense Technologies Engineering und Trade Inc. entwickelte taktische, unbemannte Flugsystem mit festem Flügel hat den Testschuss mit scharfer Munition erfolgreich absolviert. Der Alpagu wird sich in die Reihe der Kamikaze-Drohnen der türkischen Armee einreihen. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welche der Kamikaze-Drohnen euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.